Der letzte kleine Schluck. Nicht viel später, ich packe den hier in meine Tasche. So, dich nehme ich mit ins Bett. Das ist auch ein Hexen. Machst du da nichts? Moin, Whisky-Fans. Willkommen bei den Malt Mariners mit dem Paddy. Und mit Leon. Und es ist wieder mal Hot or Scott Time. Wir spielen das altbekannte Spiel. Paddy bekommt Whisky vor die Nase und muss uns erzählen, was er riecht und schmeckt und ob er glaubt, dass es sich um einen Schotten handelt. Und vielleicht kann er auch noch andere Sachen dazu erzählen. Ich habe eine kleine Story, eine kleine persönliche Geschichte mit diesem Whisky. So viel verrate ich schon mal, dass es sich um einen Whisky handelt. Und die erzähle ich euch, wenn es soweit ist, wenn wir auflösen und wissen, worum es geht. Eine persönliche Story. Vor dem Lagerfeuer müssen wir uns gleich hier eine Kerze anmachen. Ich mache mir auf jeden Fall eine Lampe an. Genau. Und dann. Ich muss ganz unauffällig versuchen einzuschenken, damit hier niemand luschern kann. Am Plop kann ich es bestimmt hören. Ich kenne jeden Korkenplop auswendig. Das wäre mal so eine Wette für Wetten, dass. Ja, das stimmt. Ich kann jede Whiskyflasche am Plop erkennen. Denkst du so, plop, plop, plop. Das wäre lustig. Das wär lustig, ja. So, top, die Wette gilt. Paddy. Top, die Wette spielt. Was? Oh Gott. Willkommen in die Hölle. Oh, das riecht gut, Junge, das riecht gut. Ja. Oh, das riecht auch noch Single Malt, das ist Scotch. Ah, es hat so. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe heute da ein bisschen so Lakritze, aber so Kaffeelakritze. Ich weiß nicht warum. So, oh, wenn du Lakritze so. Kaffeelakritze, ja. Kaffeelakritze. Ja. So vorwiegend Bourbonfässer irgendwie. Hellfrucht, Mandarine, Clementine, Bananarine, Apfelsine, Orange. Dreimal die gleiche Frucht gesagt. Alles so in die Richtung und alles ja, so ein bisschen dense, also so ein bisschen eingeschlossen, so als wenn der so ein bisschen höhere Trinkstärke hat. Also das ist so ein bisschen alles so. Als wenn er so, ich brauche noch ein bisschen, um mich zu öffnen. Riecht sehr einladend, riecht aber nach Single Malt Scotch auf jeden Fall. Mhm. Erstmal so vom Geruch her. Zwischen 46 und 50, aber nur von der Nase. Mal gucken, was auf der Zunge sagt. Ich gehe mal rein. Ich tauch ab. Ich setze mir die Brille auf und tauch rein. Bis morgen. Wow. Mh. Mm. Kerzenwachs. Oh. Oh. Also, entweder ist der sauwachsig, weil sauwachsig. Also sowas wie, oder er ist alt. Oder der ist alt. Ich kann mir aber eher vorstellen, dass der alt ist. Mm. Es ist so ein bisschen ausgepuselte Kerze. Daher auch wieder so tropische Früchte featuring Lakritze. Das habe ich gerne in alten Whiskys. Mm. Mm. Verrate schon mal so viel. Ich mag den sehr gerne. Mhm. Überrascht wahrscheinlich auch niemanden hier. Mhm. Jetzt. Aber tolle Tiefe. Am Anfang so wirklich cremig und dann kommt ganz viel Gewürze, das so Nelken und so Kardamom. Oh ja, Kardamom passt gut. Ja. Und dann so viel Holz, Sandelholz, Süßholz, Kirschholz, so. Und dann auch ein Abgang, der geht und geht und geht und geht. Du hast ihn wirklich lange im Mund. Du merkst so eine Trockenheit. Das ist bitter am Gaumen, aber eine tolle Bitterheit. Das erinnert so an Espresso, an leicht überbrühter Kaffee vielleicht, auch leicht überbrühter schwarzer Tee. Super viel drinne. Super viel drinne. Ich würde ihn schätzen, weiß nicht, zwischen 43 und 46 Volumenprozente oder sowas. Und jenseits der 20 Jahre irgendwie. Also das ist so gefühlt, boah, vielleicht irgendwie Region Air Highlands. Aber das ist so ins Blaue geschossen. Ja. Jetzt erzähl mir mehr.
Ich will wissen, was für ein geiles Zeug das ist. Erzähl deine Geschichte. Ich schenke den Rest von dem Sample schon mal. Ja. Du wirst auf jeden Fall dich nicht wundern, warum du diesen Whisky magst. Ich würde sogar behaupten, dass du mit ein bisschen drüber nachdenken sogar drauf kommst, welche Brennerei das ist. Ich würde auf Kleinlich tippen, weil er halt einfach so wachsig ist. Mhm. Aber das ist ein Tipp, nur weil, ne? Ja, ich verstehe, warum du auf Kleinlich kommst. Es ist kein Kleinlich, aber ich verstehe den Gedankengang und ich kann auch gut nachvollziehen, die beiden Brennereien haben tatsächlich zumindest in diesem Sektor des Kerzenwachses und des Honigaromas tatsächlich Überschneidungen. Mhm. Aber diese Brennerei ist cremiger. Ja. Sonst lass mich nochmal weiter drüber nachdenken. Was hat denn noch so viel Wachs und ist cremig? Cremiger Wachs. Cremiges Wachs. Und wenn ich drüber nachdenke, müsste ich eigentlich drauf kommen. Es ist tatsächlich eine ältere Version von einem klassischen 12 Jahre alten. Also es gibt dazu ein 12 Jahre altes Äquivalent quasi. Mhm. Und tatsächlich ist es sogar wahrscheinlich die gleiche Zusammensetzung. Also wahrscheinlich ist es literally der 12 Jahre alte, nur älter. Mhm. Und das gibt es gar nicht so oft. Mhm. Fetterkern? Ein alter Fetterkern? Nein. Alter Fetti? Nee, ne? Der ist dicker irgendwie. Weiß nicht, löse auf. Ja, okay. Kann lustig denken. Wir haben den Diensten 18 Jahre. Oh, Alter. Alter. Ja, ich habe diese Flasche schon lange im Regal stehen und ich dachte mir dann, bevor ich zu meinen Eltern an Weihnachten zu meiner Familie gefahren bin, dachte ich mir so, ey, du musst dieses Jahr mal irgendwas mitbringen, was so aus dem, also so wie die Schotten das machen, family-like, hier ist eine besondere Flasche, die machen wir zusammen auf. Ich habe den mitgenommen, habe den aufgerissen. Und er hat seinen Job sehr gut gemacht. Diese Flasche ist quasi, die habe ich voll mit nach Bayreuth genommen und sie kam so zurück. Also ich habe sie ja nicht allein getrunken, natürlich meine ganze Familie hat dran genascht, aber alle waren hochauf begeistert. Ich habe auch sofort geguckt und wie das natürlich immer im Whisky-Business ist, es gibt den schon fast nicht mehr. Der ist nicht mehr am Markt, die ganzen Online-Shops sind alle leer gekauft. Ich habe den nicht wieder gefunden, ehrlich gesagt. Also wenn ich nochmal irgendwo rankomme an eine Flasche. Früher hatte irgendwie, keine Ahnung, ne, wir wollen gar nicht drüber reden. Hat irgendwie 80 Euro gekostet. Mittlerweile kostet er, wenn man ihn noch kriegen kann, irgendwas um 100 bis 120 Euro. Ist er ehrlich gesagt für mich aber auch locker wert. Und weißt du, an welchen Whisky mich der erinnert? An den Longrow 18, den wir auch so geil fanden, nur ohne Rauch. Der geht ein bisschen in die Richtung von der Süffigkeit. Ja, mich erinnert der an den Talisker 18. Auch so ein bisschen in die Richtung, weil Talisker 18 hatte das auch, dass der halt einfach so unglaublich alt geschmeckt hat, ja. Weil der schmeckt nicht nach 18 Jahren, der schmeckt älter. Ja, und ich glaube, das liegt daran, weil Diensten generell so eine gewisse cremige Nussigkeit hat und weil die so eine Tendenz zu diesem Wachs haben. Ich habe den 12er auch sozusagen nochmal irgendwann neulich noch im Glas gehabt und dachte mir so, ja, okay, ich verstehe, wie er sich dahin entwickelt hat, aber ich verstehe auch, warum du ihn als älter eingeschätzt hast, als er tatsächlich ist. Es ist laut Label sind es Aged in First Fill Bourbon Cask, also halt eben auch vorwiegend oder ausschließlich First Fill Bourbon Fässer, nicht kühl gefiltert. Ob er gefärbt ist, weiß ich nach wie vor nicht, weil Diensten das immer nicht so richtig hundertprozentig klar kommuniziert. Aber das ist ehrlich gesagt für mich einer der süffigsten Whiskys, die ich seit sehr, sehr langer Zeit im Glas hatte. Und einer der ersten Scotches, die mich seit langer Zeit auch mal wieder abgeholt haben. Ich trinke seit langer Zeit viel Bourbon. Auch dazu werden wir dem nächsten Video machen, zu einem meiner neuesten Lieblingsbourbons. Aber das hier ist mal wieder ein Scotch, der mich so richtig, richtig gekriegt hat. Und ich hatte auch kurz überlegt, ehrlich gesagt, wir werden es wahrscheinlich nicht mehr machen, weil wir jetzt schon drüber sind. Ich hatte kurz überlegt, ob wir so ein Whisky des Jahres Video machen für 2022. Und ehrlich gesagt, das wäre für mich der Kandidat. Wenn ich einen Whisky des Jahres 2022 aussuchen müsste, also aus Schottland, ich glaube, das wäre mein Kandidat. Einfach aus der persönlichen Erfahrung. Einerseits, weil ich ihn wirklich sehr, sehr gut finde und sehr lecker finde. Gleichzeitig ist es aber für mich gerade einfach diese Story, die dahinter steht mit meiner Familie an Weihnachten. Mhm. Meine Freundin auch war mit dabei. Und wir haben einfach, also alle hatten diesen Whisky im Glas. Alle haben ihn abgefeiert. Und deswegen ging die Flasche auch sehr, sehr, sehr schnell gegen Boden. Und wie gesagt, ne, kleiner Schluck ist noch drin. Den werden wir dann zusammen mal irgendwann leeren demnächst. Aber leck mich am Arsch, ist der gut. Also... Ja.
Ich bin voll bei dir. Aber ich glaube auch, das ist halt das, was Whisky dann halt einfach so besonders macht. Ne? Ja. Es kommt nicht an, wie alt, wie toll, wie jung, wie oder sonst was. Wenn du ein geiles Erlebnis hast und der einfach so saucremig, und ich kann das verstehen, wenn du so geil und alle feiern den ab und du bist mit deiner Familie, dann ist das halt einfach auch der beste Whisky. Das ist halt einfach wirklich, und ich bin auch echt, also vielen Dank, dass du den hier mit mir teilst, weil ich finde den auch einfach schweinegut. Der ist wirklich gut. Ihr kennt das vielleicht aus der Vergangenheit, ich stehe nicht so unbedingt auf ältere Profile, weil die oftmals halt so eine Ananas-Lakritz-Kombo haben, die mir nicht so richtig gut schmeckt. Und der hat nicht so viel Ananas. Er hat so ein bisschen Lakritz, eine ausgepustete Kerze. Man merkt ihm deutlich das Alter an. Total schön. Und ich glaube, durch die 46,3 Volumenprozente, die er hat, ist es halt einfach so, dass ich glaube, dadurch schiebt er einfach die Aromen so durch, sodass du halt denkst, dass der älter ist. Ja. Also für mich tatsächlich ein rundum gelungenes Ding. Für mich auch eindeutig einer der besten Scotch Whisky, die ich seit sehr langer Zeit im Glas hatte. Endlich mal wieder, also auch mal einfach was Ehrliches, weißt du? Kein Sherry-Finish, keinen Wein-Finish, nichts. Also einfach straight Bourbon-Fässer, guter Scotch, guter Whisky, ja. Guter Single Malt, kein Shishi, einfach ein guter Whisky. Punkt. Stellt aber den Anok 18 auch mal ganz schnell in die Ecke, ne? Also das muss man. Also die zwei nebeneinander, ich muss auch, das ist nämlich ganz witzig, weil mir ging es in dem Anok 18 Video auch so, ich wusste, dass ich den Dienst mit denen noch trinken will. Ich wusste ganz genau, dass wenn ich den nebeneinander stelle, der Anok sofort einpacken muss. Der Anok ist immer noch sehr lecker, der ist sehr, sehr gut, ist ein guter Whisky. Aber er kann gegen den Diensten 18 packt er ein, auf jeden Fall. Ich habe so ein bisschen Angst, weißt du, aber ich weiß, weil der Diensten 12, macht immer unglaublich auf mit dem Schluck Wasser. Ich bin auch gerade sehr unschlüssig. Ich habe nur noch ganz, ganz wenig, aber ich glaube. Der schmeckt so halt so gut. Ich will, weißt du, das ist so, ich habe Angst, dass er dann halt auch okay schmeckt. Oder Ich lasse den so. Weißt du, was ich auch gerne mal mache? Wenn du noch so ein bisschen Whisky-Sabber im Mund hast, dann einfach mit Wasser nachspülen und gucken, wie das schmeckt. Lecker, Penny, lecker. Lecker. Richtig lecker. Habe ich dir mal erzählt, wie mir mal vor kurzem Whisky serviert worden ist? Das fand ich total spannend und fand ich richtig gut. Und zwar habe ich zwei richtig stilvolle Whisky-Gläser bekommen. Das waren, ich weiß nicht, Schotts, Wiesel oder irgend so ein Quark. Das waren halt wirklich so, wie so Glencairns, nur in irgendwie schnörkeliger und größer. Ja. Ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich habe irgendwie Nika from the Barrel bestellt oder sowas. Ne? Und dann habe ich in dem einen Glas den Whisky bekommen und in dem anderen Glas war vorher der Whisky drinne, ist in das nächste Glas praktisch rüber. Und das, wo noch so ein bisschen Whisky praktisch drinne war, wurde einfach mit Wasser aufgefüllt. Und dann hast du so einen ganz, ganz, ganz verdünnten Whisky-Duft da noch dran gehabt, plus dann halt den normalen Whisky. Das war saugeil. Das musst du mal machen. Das war echt saugeil. Ich war hart überrascht, weil ich war dann so, hab so an dem Wasser gerochen und war, also du hast so ganz ferne Aromen dann halt gehabt. Die waren halt, ne, so. Ja, okay. War nichts mehr drin, aber Das war ganz, ganz spannend. Fand ich gut. Haben die gut gemacht da. Ich habe ein paar Tropfen Wasser rein. Ich habe auch noch ganz, ganz wenig im Glas. Ihr seht das jetzt vielleicht so mit der Kamera. Ich zeig's mal die Kamera und ich zeig's nochmal dir. Also ich habe hier nur noch einen ganzen Minischluck. Er macht in der Nase tatsächlich noch ein bisschen mehr auf und das, was du gerade gesagt hast, diese gegrillte Ananas kommt jetzt ein bisschen mehr raus. Na, dann lass ich's. Ja, also ich in der Nase. Ich probiere es jetzt mal. Ich habe, wie gesagt, noch nicht probiert. Ein bisschen würziger. Also dieses Bienenwachs, ey, das killt einfach. Das ist so der Endgegner. Nicht. Du hast wirklich das Gefühl, kennst du diese gelben Bienenwachskerzen, ne? Die so auch diese Wabenstruktur haben? Ja. Du hast das Gefühl, dass du diese Kerze, die oben brennt, so auspustest und mit dem Rauch abbeißt. Und das ist der Geschmack. In Whisky geil natürlich. Ja, also ich bin einfach in Love mit diesem Whisky. Das ist echt mit Abstand einer der besten Drams, die ich seit sehr, sehr langer Zeit im Glas hatte. Mit Ausnahme dem Amerikaner, den ich euch auch noch vorstellen werde, aber den spoilern wir jetzt noch nicht. Oh mein Gott. Das ist meine Ansage. Aber gut, ja, okay. Scheiße, ich stehe auf alte Whiskys. Toll, muss ich einen Kredit aufnehmen. Ja, man muss halt die richtigen finden. Ich glaube, das Geheimnis ist einfach so ein bisschen das Alter muss halt einfach ein Stück weit als Bestandteil der Performance da sein und nicht als Alleinstellungsmerkmal. Wenn ihr Patreons werden wollt. Bitte finanziert meinen Alkoholkonsum. Wir machen einfach noch so eine eigene Abteilung auf, irgendwie mit, keine Ahnung, 3,50
nur Paddy finanzieren, alte Whiskys zu kaufen. Sehr geil, ja. Ah, das finde ich auch gut. Ich würde auch gut finden, wenn wir irgendwie so einen OnlyFans-Account machen, wo wir halt so, ich ziehe mich aus, damit ich meinen Whisky kaufen kann. Vielleicht will jemand Fußfotos von mir haben. Schreibt einfach an info@malt-marinus.com. Morgen Mailbox voll mit Weirdos. Ja. Creeps. Ich freue mich. Ja. Gut. Ja. Scheiße, das ist fast alle. Ja, okay. Naja, genau. Ich brauche auch noch was zum Anstoßen. Ich darf da auch nicht zu hart dran nagen. Den schlabber ich gleich auch weg, du. Junge, Junge. Okay. Schreibt doch mal in die Kommentare, was 18 plus 4 ist. Oder eure Lieblingsmatheaufgabe, die ihr in der Vergangenheit mal lösen durftet. Und dann, so wie immer, folgt uns bei Facebook, bei Instagram. Erzählt anderen Leuten, dass es die Malt Mariners gibt. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, was stimmt nicht mit dir? Ganz ehrlich, also das musst du auf jeden Fall jetzt machen. Die Bimmeln anmachen und sowas, weil das Internet sagt es so. Uns hilft es dir auch, weil du weißt dann ganz genau, wann wir die nächsten Videos wieder machen. Ich duze dich jetzt auch einfach mal. Und dann sind wir bei Patreon unterwegs, das hatte ich aber schon erzählt. Und ihr könnt uns eine Mail schreiben, info@malt-mariners.com, so heißt auch unsere Website. Und jetzt sind wir erstmal raus mit diesem hervorragenden Dram, der an Weihnachten bei Familie Schuster genossen worden ist. Und dann sagen wir so wie immer, bis später. Bis später. Klink. Angetäuscht. Wo bin ich? Alter. Falschen Knopf gedrückt. Ja. Jetzt mal meine Kamera hat mal aus dem Nichts heraus nur noch zwei Striche. Das ist irgendwie, ist mir nicht geheuer. Aber sie wird es ertragen müssen jetzt. Nur mal doch sonst selber einen Strich hin und hin. Ja, das merken die nie. So funktioniert das doch hier. So, 7.2, was für ein Update ist das denn? Ja. Jetzt wird die Festplatte formatiert. Aber der ist echt saulecker. Saulecker. Das ist auch wieder so einer, wo du das Tasting Wheel rausholen kannst und sagen so, ja, hat einfach alles an Aromen, so viel schöne Tiefe, so eine, das ist hier auch, ich bin ja so blind auf dem Vanilleauge, aber der hat so offensichtlich Vanille, ja. Vanillekerzen, eine Vanillekerzenwachs-Duftkerze. Einmal alles, was man jemals mit Vanille gemacht hat, ja. Bonbon-Vanille, Vanilleeis, Vanillekipferl, Vanille... Was weiß ich alles. Das Vanille-Sex, Alter. Ich schwöre, ich nenne das Video so. Vanille-Sex.